Hallo zusammen. Heute bin ich bei meinem guten Freund in dessen Musikgeschäft. Da, wo ich immer mein Equipment herbekomme. Und er klagt jetzt sein Leid. Jeden Notenständer, den er verkauft, bekommt er nach einem Tag zurück, weil niemand weiß, wie man einen Notenständer aufbaut. Dieses Video ist also nicht an die Musikanten gerichtet, sondern an die Neumusikanten, die erstmalig in ihrem Leben einen Notenständer aufbauen. Diese Notenständer haben den Aufbau im Geschäft überstanden. Und jetzt zeigt uns das mein Freund Jürgen einmal mit einem neuen Notenständer. Das ist der Jürgen, Inhaber des Musikladens Bendorf. Jürgen, wie baut man einen Notenständer auf? Jetzt kommt der Knackpunkt jedes Notenständers. Auseinanderziehen, auch mit Gewalt, funktioniert nicht. Wir nehmen jetzt die Seitenteile, fahren sie von rechts und linksseitig nach oben in die Senkrechte. Also die langen Seitenteile. Die langen Seitenteile. Jetzt kommen bei neuen Notenständern meistens die kurzen Seitenteile automatisch mit nach oben. Das heißt, in diesem Zustand keine Chance, den Notenständer aufzuklappen. Dazu müssen wir die kurzen Seitenteile wieder einfahren und jetzt, oh Wunder, kann man ihn auseinanderfalten. Ja, liebe Musikfreunde, das war unser Tipp für den Neumusikanten. Es grüßt euch der Jürgen und der Ali. Jürgen, wie baut man einen Notenständer auf? Zunächst öffnen wir die Verpackung. Ein guter Vorschlag.